willkommen hier auf der Map Mühlenkreis Mittelland. Projekt der Long Long Farm zu Part 45. Ja, war ja heute mal ein bisschen blöd gewesen, da ich so kurz wieder abgebrochen hatte. Aber wir wollten ja halt eben das Spiel testen, weil ich mir halt damals da geholt habe für die PS4. Und wir sind davon echt begeistert von das Spiel. Aber leider geht es nur zu zweit. Das heißt, wirklich Karrieremodus oder Storymodus, eher gesagt, geht wirklich nur zu zweit. Also alleine geht es nicht. So, und auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Feld 13 dran, Weizen einzufahren. Und jetzt nehmen wir uns den John Deere 6250R und fahren den zum Feld 13. Wegen die Ernte. Haben wir jetzt den Motor wieder ausgestellt von den John Deere. Wir müssen aber unbedingt mal die Erntemaschine sauber machen, aber es dauert halt eben jetzt noch ein bisschen. Und auf jeden Fall werden wir jetzt hier erstmal die Weizen einfahren. Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste. So, und auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal hier weitermachen auf der Farm. So, ich habe mir jetzt auch gerade noch was anderes überlegt. Wir haben ja das große Problem eigentlich immer mit den Bäumen an die Felder. So. Und ich habe mir es dann mittlerweile auch mal überlegt. Wir werden Bäume schneiden. Komplett weg damit. Dass wir da auch in Ruhe arbeiten können.
werden wir aber erst die Bäume dann entfernen, wenn wir alle Felder abgeerntet haben. Weil die Ernte ist jetzt erstmal wichtiger, als die Bäume zu schneiden. Auf jeden Fall kommen die Bäume weg, die mich nerven. Da sind wir jetzt ja auch gleich schon fertig auf Feld 13. Müssen alles aus der Erntemaschine raus haben, weil auf 12 und 11 sind nämlich Gerste angepflanzt und die müssen wir ja auch noch ernten. So, dann werden wir mal alles leer machen. Also jetzt fahren wir jetzt erstmal auf Feld 12 rum. So, jetzt fahren wir die Gerste ein. Weil das ist jetzt ja auch erstmal wichtig. So.
Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal 13 abgeerntet. Jetzt kommt 12, danach 11. Und danach werden wir uns einen Anhänger und eine Maschine leisten für die Bäume, dass wir die Bäume fällen können, die Rick auch mitnehmen können, die uns natürlich stören für die Feldarbeit. Weil es ist ja Quatsch, wenn ich da jedes Mal so rumfahren muss. Dann kann ich auch lieber mal kurz ein paar Bäume entfernen, die noch verkaufen, dann kriege ich auch noch mal Geld. Und deswegen. Aber müssen wir mal gucken. Dann müssen wir gleich mal eben den John Deere leer machen, den Anhänger. Auf jeden Fall, wenn wir das dann jetzt hier gleich erstmal in den Anhänger kippen. So, und dann machen wir eben den Anhänger leer mit Weizen. Kippen wir in den Hofsloh rein. Fahren wir jetzt auf Feld 12.
und werden dann die Erste einladen. Wenn ich jetzt mal kurz was trinken kann. Aber die Saaten und die Erntemaschinen, die müssen wir gleich unbedingt putzen. Dann fahren wir jetzt auf Feld 11. So. Dann machen wir es hier mal fertig. Tempomat an.
Auf jeden Fall werden wir uns dann gleich eben die Maschinen kaufen oder mieten. Müssen wir mal schauen. So, wir fahren jetzt zu Feld 11. Also direkt hier vorne. Machen wir mal zu lange den Motor aus. RTW ist das, was er gerade runterfährt. So, und dann fahren wir mal weiter. Die Gerste ein. Auf jeden Fall ist das ja so, dass wir jetzt hier erstmal die Gerste einfahren. So, und von der Gerste aus bringen wir alles auf den Hof. So, anschließend hole ich die Zuckerrüben aus dem Silo raus und werden die dann erstmal verkaufen gehen. Die Zuckerrüben. Da müssen wir noch gucken, wer am meisten bezahlt für die Zuckerrüben. So, und dann, bevor wir dann die Feldarbeit fortsetzen, werde ich dann erstmal ein paar Bäume fällen. Geht nicht anders, die Bäume müssen weg. Sind immer nur zwar ein paar Bäume, die weg müssen, aber die müssen halt eben weg. Ich weiß, eine gewisse Person regt sich darüber auf. Die heißt Greta Thunberg. Wenn ich da einfach die Bäume entferne. Aber es ist mir egal. Weil die Bäume müssen weg. Ich kann natürlich auch noch ein extra Feld kaufen, wo ich dann Bäume anpflanze, aber das macht keinen Spaß, extra Bäume anzupflanzen. Deswegen. Auf Feld 57 bin ich am überlegen, weil ich das schon anpflanzen soll. Weil Feld 57 ist halt eben extrem groß.
Aber müssen wir mal schauen. Aber wir müssen ja sowieso erst noch alles vorbereiten wieder für die Saatgutvorbereitung. Um anzusehen. Müssen wir alles sowieso nochmal vorbereiten. Also Felder gruben, düngen und dann Saatgut ausbringen. So, auf Feld 57 kommt natürlich nur eine Saatgut, eine Fruchtsorte drauf. So, da muss ich gucken, welche. Weil das so viel ist. Dass es halt einfach blöd wäre, wenn ich dann auf ein anderes Feld das auch nochmal ansehen würde. Deswegen müssen wir halt eben gucken. Was wir da halt eben für eine Sorte nehmen. Aber müssen wir mal überlegen und schauen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich da Mais anpflanze oder Sonnenblumen. Aber die Erntemaschine haben wir nicht und die Saatmaschine auch nicht. Aber da müssen wir mal in aller Ruhe nachdenken, was wir da anpflanzen werden und anbauen werden. Müssen wir mal alles überlegen. So, Rohr wieder einfahren. Motor Start. Und Erntemaschine Start. Und dann fahren wir weiter Gerste ein. So, das Mega-Projekt, wie ich das immer gerne nenne, ist auch schon gut in Vorarbeitung. Das heißt, gekauft wird demnächst Feld 53 für 300.000 und Hof 4. Weil auf Feld 53 werde ich Zuckerrohr anbauen. Deswegen heißt es ja auch Mega-Projekt. Weil Saatmaschine von Zuckerrohr, Arbeitsbreite 1 Meter. Erntemaschine 2 Meter. 5,5 Hektar groß das Feld. Und dann kann man sich das mal überlegen und ausrechnen, was das für eine Arbeit wird, das abzuernten. Deswegen heißt es ja auch Megaprojekt. Weil das ein Megaprojekt ist. Ja, müssen wir mal schauen, wann wir das Megaprojekt starten.
Weil wir haben ja auch noch die Tiere, die wir versorgen müssen. Da können wir ja auch mal gucken, wie weit die schon sind. So, die brauchen Wasser. So, Milch haben wir noch genug. Gülle haben wir genug. Mist haben wir auch genug. Das nächste Tier entsteht erst in 154 Minuten. So, und auf jeden Fall passt das noch alles wunderbar. So. Also, wie gesagt, das Megaprojekt heißt deswegen Megaprojekt, weil es einfach mega ist. Da gibt es auch vorher eine ganz große Ankündigung. Rohr können wir ja schon mal ausfahren. So, und auf jeden Fall sind wir jetzt hier gleich fertig.
So, was ist denn da jetzt die große Nachfrage? Müssen wir mal gucken. Weizen haben wir da einmal. Nee. Sieht aus wie Sonnenblumen. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier soweit fertig mit der Feldarbeit. Ich bringe mal zum Hof. Weil dann haben wir es nicht mehr so weit zu fahren. So. Und dann fahren wir jetzt mit dem John Deere 6250R zurück zum Hof. Wie gesagt, wir werden jetzt einige Sachen aus dem Hof-Silo verkaufen. Und was wir auch noch verkaufen werden, das hab ich mir heute Morgen mal den Tag so überlegt.
ist hier das hier. Weil das kriegt mir ja kein Geld ein. So. Lohnt sich das denn jetzt überhaupt mit Sonnenblumen, mit Raps? Ja, Raps lohnt sich eigentlich immer. Aber mein Hofstand kriegt da das meiste Geld für. Für Raps. So reinfahren. Und dann werden wir noch Zuckerrüben verkaufen. So, und schon schnell der Kontostand in die Höhe. Zack. Hundertneuntausend habe ich jetzt damit gemacht mit der Einladung. Nicht schlecht. So, dann stellen wir mal eben kurz den Jandier hier hin. Weil wir jetzt die endlich mal sauber machen. Das geht nicht mehr, das ist echt extrem dreckig. Ein richtiger Dreckspatz. Aber man sieht auch, dass ich damit gearbeitet habe. Man sieht es richtig. Ja. So sieht das doch schon viel besser aus. Und schön sauber. Ist natürlich nur die Frage, bis wie lange. Aber das macht ja nichts. Hauptsache erstmal sauber. So. Dann nehmen wir den kleinen John Deere mal eben kurz. Guter Start.
abkoppeln und anschließend einmal um 180 Grad drehen. Also, dann nehmen wir jetzt wieder den Anhänger, machen den voll mit Zuckerrüben. So, dann gucken wir mal nach Zuckerrüben. Da sind Kartoffeln. So, wer bietet denn am meisten an Zuckerrüben? Ja, da müssen wir uns aber beeilen. Ach, ist doch hier um die Ecke. So. Dann fahren wir jetzt hier vorne rein. Und dann werden wir jetzt die Zuckerrüben verkaufen. So, dann haben wir auch nochmal 21.532 Euro mitgemacht mit den Zuckerrüben. Nee, müssen wir hier vorne hinstellen. Was haben wir denn jetzt hier? Das müsste Pflanzenschutz, nee, Dünger sein.
Und dann können wir loslegen mit die Feldarbeit. Fangen wir natürlich erst auf Feld 57 an, weil es halt eben das größte Feld ist. Oh, hier rein. So, und dann fahren wir mal hier auf Feld 57. Nehmen wir erstmal den Dünger und danach den Flüssigdünger. Weil die Arbeit muss ja halt eben auch gemacht werden. So, und soweit wie wir damit jetzt fertig sind, mit den Vorbereitungen, alle Felder fertig gemacht haben, werden wir die Bäume entfernen. Ich werde auch schon mal die Maschinen kaufen. Und hier. So. Bin ich knapp 24.000 Euro losgeworden. Wir können ja gleich mal hoch 4 schon mal kaufen, weil das Feld 53 können wir uns da noch nicht leisten. Aber das kommt noch. Also.
Und dann kaufen wir uns Hof 4 jetzt. Kostet zwar 60.000. Aber was soll's. Es ist ja auch für das Megaprojekt mega wichtig, dass wir das haben. So. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier erstmal fortführen, die Arbeit. Und wenn wir alle Felder fertig haben, werden wir jetzt zum Europai fahren. Und werden dann die Bäume mitnehmen, die wir da fällen werden.
Auf jeden Fall passt das so. Dann fahren wir jetzt hier weiter hoch. Da haben wir den Tank gleich, also den ersten Tank gleich leer. Nehmen natürlich dann den Flüssigdünger. Das ist genauso gut. Und auf jeden Fall werden wir da mal weiter schauen. Wie weit wir damit noch kommen. Ich bin gerade überlegen, das will ich auch so machen. Wir werden jetzt den Flüssigdünger benutzen. Und dann passt das auch.
jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier weiterfahren. Mit dem Probat. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier eben noch fertig machen. Ja, kommen wir später. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren.